Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Nyx Quest Kindred Spirits. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr euch erinnert, haben wir im letzten Part Aeolien erreicht und sind natürlich nach wie vor auf der Suche nach unserem getreuen Freund Icarus und sollen nebenbei auch noch den bösen, bösen Helios aus dem Weg räumen. Ja, wie das Ganze passieren soll, ist mir ein Rätsel, aber hey. Wir gucken einfach mal weiter, ne? Denn vom Labern allein passiert hier auch nichts. Und hier, ach ja, genau, stimmt, hier hatte es ja ein neues Spielelement offenbar. Hier diese Luftwirbelströme, die mich hoch in die Lüfte tragen. Und ich hoffentlich damit über gefährliche... Okay. Das hat schon mal nicht so gut begonnen. Oder wäre ein Herz, aber da komme ich ja nicht rauf. Himmels Willen, oder? Naja, vielleicht. Aha! Okay, wunderbar. Herz verloren, Herz gewonnen. Alles gut. So. Dann hau du mal ab. Ja, gucken darfst du aber, ne? Hier, gucken, nur nicht anfassen und so. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, da ich absolut nicht sehe, wohin... Nein, 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 nein. Komm jetzt. Autsch! Verdammt! Oh oh, oh oh. Oh, okay. Naja, wenigstens gelandet. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber... What? Hallo? Habe ich hier irgendwas übersehen? Offensichtlich. Oh. Ich bin Hestia, die Göttin der Flamme. Ich spende den Menschen Wärme und Leben. Ah, okay. Trage das Feuer von den Altaren zu meinen Statuen und ich werde die Tore für dich öffnen. Okay. Ach so. Ja, was ist, wenn ich das hier einfach mal so vergeude? Ach so, okay. Gott sei Dank. Das heißt wahrscheinlich hier, ne? Ach so. Okay. Ja. Wäre ja sonst auch zu einfach geworden, ne? Oh, ja. Sandstürme. Ist ja auch nichts Neues. Okay. Oh. Ja, da wäre ein Herz, aber... Ja, da müsste ich wenn dann wahrscheinlich von der anderen Seite rein, oder? Okay. Wunderbar. Kein Problem. Noch nicht. Okay. Ah ja. Trage diese Flamme zur Statue von Hestia, die weiter auf deinem Weg liegt. Berühre keine Oberflächen oder die Flamme... Erlischt. Wenn er sie loslässt, erlischt die Flamme jedoch nicht. Echt nicht? Tatsache. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Ja, Moment. Das heißt... Okay, erstmal hier die Flamme. So, jetzt wir selbst. Was ich hier mal stehen. Kann ich mich jetzt verbrennen an dieser Flamme? Das wäre natürlich auch ganz toll. Wir gucken mal. Nee, kann ich nicht. Wunderbar. So, bleib du mal hier. Oh, schön versteckt. Oder auch nicht. So, kann ich auch schweben und fliegen damit? Kann ich. Sehr schön. Ah, verdammt, ich hätte noch... Obwohl, das kann ich auch hier runterschieben, oder? Wunderbar. Okay. Ja, so weit, ne? So gut. Ach, ein Checkpoint. Sehr schön. Oh! Okay, das könnte schon etwas komplizierter werden jetzt. Wobei. So. Okay. Jo, so weit, so gut. Das soll jetzt nach oben getragen, bitte. Und. Jawohl. Ja,
auch. Das ist ja nicht wirklich schwierig jetzt. Ich frage mich nur allerdings kurz mal, ob hier vielleicht irgendwas zu finden ist. Ja, eine unsichtbare Wand. Irgendwo müsste ja eigentlich auch hier ein Secret oder so sein. Also wieder ein Gegenstand. Aber wie gesagt, Collectibles sind mir relativ egal. So, ein weiterer Checkpoint. Oh dear. was ist das? Die sind auch neu, oder? Kann ich die festhalten? Nee, okay. Wo kann ich da rein? Kann ich auch nicht rein, oder? Nö. Okay. Moment, war da oben jetzt eine Harpie? Ja, ne? Verdammt, nein! Nein! Dammit. Komm, hoch! Hoch! Ach, nix. Mach doch keinen Scheiß hier. So, gib mir einen Feuerball. Wo seid ihr denn? Oh, ich glaube, die einen habe ich hier. What? Dammit! Hä, wo sind die? Ach, wisst ihr was? Dann lasse ich euch eben in Ruhe, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Verdammt. Ich glaube, ich hätte darauf sollen. Au! Dieses Feuer, es brennt! Es brennt! Es tut so weh. Ja, egal. Wir sind ungefähr dort, wo wir hin wollten. Also ich wollte zumindest drauf hier. Ich glaube, hier oben ist ein Secret, ne? Irgendwie. Verdammt. So. Sieht das doch so ein bisschen? Naja, Secret nicht, aber zumindest hoffentlich ein. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Ach Gott, damit. Und ein Herz. Aber was ist das andere? Verdammt, jetzt konnte ich nicht mehr lesen. Ich war jetzt doch etwas erstaunt, dass das tatsächlich ein Geheimnis war. Irgendwas mit A, Antik. Damit. Tut mir leid. Habe ich jetzt echt nicht schnell genug gelesen. Beziehungsweise ich war so dermaßen überrascht, dass hier tatsächlich ein Secret in so einer Vase versteckt war. Okay, ja, schön. Wie gesagt, ein Herz haben wir ja auch. Das heißt, jetzt kann ich offenbar wieder hier ganz normal weiter. Nein, 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 du sollst hier gar nicht schweben. Ich will dich jetzt hier gar nicht. So. Okay, und jetzt einfach hier die Wand. Komm. Vorsicht. Jawohl. Wunderbar. So. Jetzt sollten wir hier noch ein bisschen aufpassen. Das sieht nämlich auch nicht sehr. Jesus Christ. Ein Land aus. Okay. Moment, wie soll ich denn da drüber kommen? Also die Dinger drücken mich nach unten, ne? Ist klar. Und hier ist Sand. Also hier werde ich verletzt. Ich kann jetzt zwar schon mal versuchen hier. Ja, pfff! Apü! Um Zentimeter hat es nicht geklappt. Wunderbar. Nein, 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 nein. Oh, Jesus. Und hier dasselbe Spielchen wieder. Oder kann ich hier landen? Ach, ich hätte hier stehen bleiben können. God damn it. Ja, das war clever. Das war richtig clever. Und ich glaube, ich segne auch gleich mal das Zeitliche. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das jetzt Vordergrund, ist das Hintergrund? Ich sehe es ja. Ich blar. Also hoch komme ich ja auch gar nicht. Geht ja gar nicht. So, jetzt Moment mal. Okay. Noch am Leben, aber das dürfte sich jetzt erledigt haben. Yep. Mhm. Ja, wunderbar. So, ich behaupte jetzt einfach mal, das Secret habe ich nach wie vor und wenn nicht, ist es mir auch egal, ehrlich gesagt. Verdammt! Du kannst doch schweben und so hier. Hör auf, dich ständig zu verletzen. Das muss doch nicht sein. So, ich versuche das jetzt noch einmal und sollte es nicht klappen, mache ich mal einen Cut. Einfach so. Okay. Komm. So.
Okay, aber da ich jetzt weiß, dass ich hier stehen bleiben kann in der Mitte, dass es tatsächlich so ein Steinblock noch ist, der mir nichts tut, dann nehme ich hier schon mal nicht Schaden. So, come on. Okay. So, hier dasselbe nochmal. In der Mitte stehen bleiben, jawohl. Hier. Okay. Jetzt hier ein bisschen auf das Timing achten. So, jetzt. Come on. Okay. Oh, tatsächlich ohne Schaden zu nehmen hier drüber gekommen. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Oh, was ist das denn hier? Ein Checkpoint? Ja, ja, das war mich. Moment. Brauche ich hier. Ah, Leute! Ach, verdammt, ich brauche hier. Ja, wo hat sie hier das Feuer? Aua! Aha. Backtracking. Ach so. Okay. Alles klar. Alles klar. Oh, verdammt. Nein! Nein! Gut, es wäre jetzt nicht so tragisch gewesen. Oh. Ja. Man sollte nicht sprechen oder man sollte nicht reden und spielen gleichzeitig. Deshalb let's play ich ja auch. Macht völlig Sinn, ne? Gott. Herrlich. Ich dachte, ich käme mal so halbwegs ohne Fail durch, weil hier das erste Mal, ne, das ist halt passiert, das schreibe ich mir jetzt nicht so auf die Kappe. Come on. Das ist doch unglaublich. Komm hoch, Mitsche. Danke. So. Okay, und jetzt Vorsicht. Gut. Dankeschön. Mein Gott. Ach komm jetzt, Mädchen, das ist doch nicht mehr. Das ist doch nicht mehr jetzt hier. Amüsant, so wollte ich sagen. Das Level ist ganz schön lang, ne? Sollte vielleicht mal einen Cut machen. Ach, und hier ist schon wieder das Feuer. Komm, kann ich dich schon nehmen von hier? Ja, kann ich. Gut. Ja. Ach du Schande, ja natürlich. Moment, wo packe ich denn dich jetzt am besten hin? Gleich hier rauf, ne? Ja. So, lass mich raten, auch ich kann hier sterben. Es wäre merkwürdig, wenn nicht. Dankeschön. So. Ja, aber da ich neugierig bin, möchte ich natürlich auch jetzt hier nochmal. Ach so, okay, gut. Ich hätte es wohl auch etwas einfacher haben können. Wobei, lass mich mal gucken, ob das auch vom Feuer. Darf ich die berühren? Nee, darf ich nicht. Okay. Gut, aber offenbar hier kein Secret. Deshalb gehe ich jetzt auch weiter. Im Grunde müsste das Level auch bald mal zu Ende sein. Oh Gott. Jetzt Stacheln. Ah! Au! Verdammt nochmal. So, hier heißt es wohl so hoch wie möglich und schweben. Oh verdammt, ich hätte hier. Ach, come on! Fallschaden in einem Spiel, bei welchem man schwebt oder fliegen soll, ist halt schon auch etwas nervig. Sagen wir es mal so. Aber liebe Leute, ich werde dann das jetzt einfach mal als Anlass nehmen, um hier einen Cut zu machen. Dann sehen wir uns das Ende des Levels. Nix, das waren. Keine Ahnung, 90 cm? Also, ernsthaft jetzt. Stell dich nicht so an, du Mümüchen. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ich nehme das jetzt mal als Anlass. Wir sehen uns beim nächsten Mal das Ende des Levels an. Hoffe ich zumindest. Und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit von der Partie werdet, mit Nyx auf der Suche nach Icarus. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.